Ey, Caro, ich habe mich dazu entschieden, in den gleichen Schritten wie ihr aus ADA zu gehen. Jedoch werde ich meine Gewinne bei 3,11 US-Dollar und womöglich auch bei 5 US-Dollar stecken. Was denkst du davon? Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Wir werden aber sogar vielleicht gucken, dass wir teilweise vielleicht auch 5% rausziehen bei 4 Dollar. Dass man so wenige Gewinne einfach immer mit rausnimmt. Aber wir werden euch das komplett transparent darlegen, sobald wir das tun. Wir haben euch schon gesagt gehabt, dass wir, wenn wir über die 3 Dollar kommen, dass wir einen Stop-Loss bei 3 Dollar setzen werden. Das ist, wenn der Kurs jemals wieder versucht, unter diese 3 Dollar zu gehen, dass er dann geschlossen wird. Ja, sonst halte ich das nicht für verkehrt. Ich glaube, die 5 Dollar, die sollten wir auf jeden Fall knacken. Es ist natürlich, manchmal sitze ich und spekuliere auch. Ich denke mir, gut, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt ja viele, die setzen auch, sagen, 5 Dollar werden wir erreichen. Gibt es auch apokalyptische Dinger, die sagen, ho, das wird auf 15 Dollar, was weiß ich, hochgehen. Die Sache ist, wenn wir 5 Dollar erwarten, ist es manchmal vielleicht schlauer, dass wir schon bei 4,80 Dollar auscashen. Weil es kann sein, dass bei so welchen Bereichen halt, so in solchen psychologischen Bereichen, Wale einfach drauf warten und sagen, hey, die Menschen, die wollen runde Zahlen. Das ist für die was. Die werden hodeln und halten, bis das über diese psychologische Marke von 5 Dollar kommt. Und dann dumpen sie uns schon bei 4,90 Dollar oder 4,75 Dollar oder was weiß ich, bisschen darunter halt. Damit sie uns halt das Geld aus der Tasche ziehen. Darum müssen wir mal gucken. Wir werden mal gucken, dass wir so in dem Rahmen da vielleicht noch ein bisschen drunter bleiben. Aber wir teilen nicht das noch alles mit, sobald es soweit ist, Leute. Macht euch darum keinen Kopf.